Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gato Cheeto World. In der letzten Folge haben wir den... Oh Gott. Oh nein, es ist rutschig. Den zweiten Ausgang des Schlosses geschafft und haben uns dann noch einem anderen Level gewidmet, welches ein wenig zeitpräzisive Sachen verlangt hat. Sind jetzt hier. Es gefällt mir optisch ganz gut, so mit dem durchsichtigen Eis. Stellt mich aber natürlich wieder vor gewisse Herausforderungen und Fragen. Nämlich unter anderem stelle ich mir die Frage, wo zum Geier muss ich hin? Oh nein, dahin. Oh, oh was? Schaden die mir nicht oder bin ich... Oh, okay. Oder bin ich... Nein. Ich schätze, ich bin unbesiegbar kurz, wenn ich einen Wandsprung mache. Oder was war das gerade? Okay, naja. Wenigstens habe ich unterbewusst den richtigen Weg genommen, was? Diese Geister, ey, das gibt's doch nicht. Ich versuch's nochmal. Nein, 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 die töten mich. Okay. Vielleicht hatte ich auch einfach nur irgendwie Glück. Wer weiß. Ich frage mich gerade, ob der Spasti gespeichert hat. Ganz ehrlich. Es ist, glaube ich, im Interesse von uns allen so... Also, wenn ich das vorherige Level nicht nochmal mache, das ist ja auch nur so eine Zeitgeschichte. Okay, ich habe schon mal die Stelle gesehen, wo ich das einsetzen muss. Es ist halt auch so die Sache, ich muss dann hier schätzungsweise mit den Dingern mitarbeiten, zusammenarbeiten, schauen, dass die dann irgendwie entgegenkommen, damit ich Ruhe habe. So. So weit, so gut. Nein, nein, nein. Ja, achso, da kann ich... Nein, ich hab vergessen. Runterfallen lassen. Aber ich hab ja, hat jetzt auch geografisch, raumtechnisch nicht mehr so wirklich die Idee, wo ich jetzt letzten Endes bin. Aber klar, wenn man es dann sieht. Musik ist auch ganz okay. Ja, meine Ungeduld. Ich hab's wieder vergessen, dass ich mit Gegnern arbeiten muss, so wie schon mal. Ich denke, er verlangt jetzt von mir, dass ich das Level nochmal mache. Was kann er sich hier sonst so hinstecken? Continue. Da habe ich jetzt überhaupt wirklich gar keinen Bock mehr drauf. Ja, du kannst mich mal kreuzweise, ganz ehrlich. Open State. So. Hey, wir haben das Level davor wieder geschafft, Mensch. Wir sind ja so gut. So gut. Ja, es funktioniert aber auch ohne Warten. Das ist das Ding, wenn es ohne Warten funktioniert, dann werde ich es auch sturerweise immer so tun. Sie kommen mir sofort, hätten die Geister so einen kleinen Delay, ne? Die drehen sich, anders als bei dem Originalspiel, drehen sie sich nicht sofort wieder. Hören sie nicht sofort auf, sich zu bewegen, wenn du dich drehst. Danke, Arschloch. This game! Ach so, ich wollte ja zu den Leuten Hallo und so sagen. Ja, okay, mach ich's in der nächsten Folge. 20 Folgen später. Ich hab's immer noch nicht getan. Ach, schon wieder. Ich hätte schwören können, ich hab sie getroffen. So Real Life und so. Aber ja, Real Life Treffen haben ja heutzutage auch anscheinend nicht mehr so eine große Bedeutung. Hust, 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 hust. Hust, 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 hust! Ach ja, genau. Direkt wieder laden. Keine Ahnung, wo der Gedanke jetzt herkam. Und es ist wirklich mehr mit dem, mit auswendig lernen und zufallsgenerierten Bullshit und Rätseln beschäftigt als dem eigentlichen Jump'n'Run. Wo ist denn jetzt die Stelle, wo ich mal Friede, Freude, Eierkuchen durchhüpfen kann? Was soll denn das hier? Okay. Ja! So, ich verstehe auch nicht hundertprozentig, was ich davon lernen soll. Es ist ja so,
dass wenn man einen Fehler und so macht, lernt man draus. Aber was wollte er mir beispielsweise jetzt mit dem Tod sagen? Ja, hast du... Oder hier. Ja, hast du dich zu lange umgedreht oder so? Zu spät umgedreht? Ich... Keine Ahnung, also... Das Spiel frustet mich. Oh wow, nochmal. So. Ich ziehe ich schätzungsweise runter. Genau. Ich brauche ein gewisses Momentum, damit ich hoch genug springen kann. Dann schauen wir mal. Hier will ich... Oh, wie das verletzt mich nicht. Das, hä? Hä? Dann doch oben lang, oder was? Nein. Das ist nur Kulisse, alles klar. Das ist schon mal gut zu wissen, nicht wahr? Also ist das alles ja minimal anders wahrscheinlich. Ich hätte schwören können, dass mich die Dinger verletzen. So kann man sich täuschen. What the fuck? Dadurch ist es selbstverständlich einfacher, aber nur ein wenig. So, ihr kommt wieder runter. Gut, dann... Ja, ja. Gehe ich oben? Das geht doch aber auch nicht. Okay, wir schauen mal, was passiert, wenn die Zeit vorbei ist. Nichts. Okay. Frage. Habe ich irgendwo wieder mal was übersehen? Vielleicht muss ich ja vor diesen Kristalldingern hoch, runter, Dreieck, Viereck, Dreieck, Viereck drücken, damit irgendwas passiert. Der Konami, der halbe Konami-Code und der ganze Portugiesen-Code oder so, ich weiß es nicht. Ich check's ja schon wieder überhaupt nicht. Ich werd's... Ja, ja. Dann jetzt einfach mal direkt hier drücken. Achso, ich hab vergessen, da war ein Geist oben, my bad. Aber es kann ja durchaus sein, dass ich da das irgendwie woanders brauche. Hui. Ja, nee, kannst mich mal mit deinen Geistern. So, laden. Portugiesen, la 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 la. Portugiesen, la 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 la. Achso, Moment, ich wollte doch drücken, drückhorn. Hier irgendwo. Ah, ich habe die Holocaust-Geister schon wieder vergessen. Ja, da hätte ich dann auch einfach runtergehen können. Ja. Ja. Spaß! Spaß, meine Freunde, Spaß! Das verstehen die Portugiesen nicht. Oder verstehen irgendwie falsch. Ich sag euch, solange das möglich ist, werde ich immer wieder versuchen, dazwischen zu springen. Da kenne ich nichts. Ach so, da wo die Münzen sind, ne? Da kommen natürlich die Dinger. Logisch, logisch, logisch. Und hier jetzt? Ach so, nee, lul. LOL! Man, amazing, dude, amazing! I didn't saw that coming, man! Oh, dude! Nice! Nice gameplay, dude. Nice gameplay. Love the fucking ghosts. They are so amazing. I tell ya, I never saw a better Mario hack. Ugh. Was wollen die von mir? Ui. Ja. Ich meine, es macht doch... Ach, schon wieder Game Over. Es macht doch schon Sinn, da unten lang zu gehen. Ich verstehe nur nicht, was die dann von mir wollen. Oder was ich mir noch vorstellen könnte, wäre da an dieser einen Stelle, da sah das so ein bisschen aus, als ob ich da hochwandsprungisieren könnte, aber da dachte ich mir, nein, nein, fick dich.
Da dachte ich mir wieder, nee, das ist zu abgefuckt, aber ich hab's anscheinend noch nicht gelernt. Ne? Dass dieses Spiel anders denkt. Ja, nee. Wie gesagt, du kannst nicht mal. Ich hab keine Zeit. Ich hab keine Zeit, die Geister wegzuschieben. Ne? Mm-mm. Yay. So, jetzt mache ich zweimal hintereinander. Pass auf, Leute. Easy. Warum sollte ich den dann mitnehmen? Ach so, ihr da. Geister, Geister, Geister. Mm-mm-mm. Geister, Geister, Geister. Haha. Drecksgame. Ja, da springe ich immer zu spät ab, ne? So das Ding. Ich sollte vielleicht mal, bevor ich mir Spiele zukünftig aussuche, eine zweite Meinung oder noch eine dritte Meinung holen. Wirklich, ich scheine so ein Händchen für Müll zu haben irgendwie, ha? Ja, dass das da jetzt auch nicht funktioniert hat, kann ich mir auch nicht erklären. Ich habe dasselbe gemacht wie vorhin auch, ne? Aber dasselbe ist ja nicht dasselbe, wie wir wissen. Das ist genauso wie mit dem Sprung, den ich immer da durchmache. Das ist alles immer irgendwie so ein bisschen anders, ne? Ne? Ja, nee. Ich hab's schon wieder vergessen. Ja, hier muss ich es dann aktivieren. Das ist dafür und dann gehe ich. Ja, guck. Wieso hat er mir jetzt nicht geschadet? Ja, und dann ist der Spasti einfach mal so in der Mitte lul. Lul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 . Denkt sich der Geist so lululululul. Oh, ich bin in der Mitte. Oh, lul. Pech gehabt. Ach, Leute, es tut mir so leid. Weiß ich jetzt jemand irgendwie so ein bisschen abfuck, aber ja, das ist das Spiel, halt das Spiel. Ja, es ist halt, jetzt könnte man mir sagen, da siehst du, das ist doch gar nicht jetzt so schwer gewesen, das herauszufinden. Okay, aber es war halt wieder mal nicht eindeutig. Das ist so. Ja, wo soll ich hin? Wo soll ich hin? Wo soll ich hin? Ich habe keine Ahnung. Wo soll ich hin? Wenn, ich nicht genug Momentum habe. Das ist so das Ding, das Spiel geht einfach, weiß ich, bin ich zu verwöhnt oder so, das Spiel geht einfach davon aus, dass man irgendwie das herausfindet, dass da oben, da, weißt du, man sieht's nicht, man sieht, ja, jetzt, was erzähle ich euch, ihr habt's ja gesehen, dass man da nichts sehen konnte vom Weiten. Ja, die erwarten einfach, dass man's probiert, schätzungsweise. Ah, Mann, Alter. Uiuiui, jetzt bin ich wieder runtergefallen. Wow! Geil! Ich hab's euch gesagt, Leute. Ich hab doch locker 2 Monate Pause oder so gemacht. Das ist scheißegal. 40 Minuten mehr geht bei diesem Spiel nicht. Oh. Da habe ich nicht aufgepasst, würde ich sagen. Da habe ich kurz mal geblinzelt. Und war doch direkt tot. Alter, wow. Ich weiß nicht, ob ich den Rückweg schaffe, ne? Ja, doch klar. So, hi. Hier wieder warten, locken. Ich krieg kein Momentum. So, und jetzt hier. Zack, zack, zack. Was mache ich jetzt hier oben? Was? Dieser Moment, wenn du denkst, dass das der Weg ist und dann merkst du. Ach so. Jetzt habe ich gerade überlegt, ob ich Schaden nehmen muss. Okay, hier geht's anscheinend weiter. Stern.
Okay. Ja. Ja, was auch immer. Ich habe so kurzzeitig überlegt, muss ich den Pilz vielleicht da unten nehmen für die Stacheln? Was zur Hölle, Leute. Und guck mal, dann war das nur Kreisverkehr. Oh nein! Ja gut, ja klar, das bedeutet, dass es noch einen anderen Weg gibt. Dann war das vielleicht der, den ich gerade so im Kopf hatte. Toll, ey. Das ist doch schon wieder so Banane. Jetzt habe ich mich kurzzeitig gefreut, aber ja, die Freude war ja dann quasi grundlos, weil ich ja immer noch nichts erreicht habe, ne? Nicht so wirklich. Kommt runter, meine Gosh, der Freund. Freund, Freundi. Nein, nehm doch, setz noch ein. Genau, dann machen wir denselben Käse nochmal. Zack, zack. Und den Pilz benutze ich dann. Geh weg, verpiss dich, Geist! Hier. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Oh, ich dachte, jetzt wäre hier eine Wand. Okay, was ist das jetzt für ein Gulasch? Es ist natürlich selbstverständlich rutschig. Ich hatte tatsächlich recht mit meiner Theorie. Wow. Bosskampf. Das ist doch wieder einer, der mir keinen Indikator gibt, glaube ich. Aber immerhin gab es da einen Checkpoint, den ich gleich mal verwenden darf. Weißt du, darauf komme ich komischerweise, dass ich da den Pilz nehmen kann, um gezwungen Schaden zu nehmen. Aber auf den normalen Weg bin ich jetzt nicht gekommen. Ja komm, hier, guck mal, das ist unnötig, hallo. Das ist unnötig. Ich würde gerne gegen dieses Monster kämpfen. Das, hör auf mit dem Scheiß. Wie viel waren das? 3 auch oder so? Ich hab keine Ahnung mehr. Ich weiß nicht, die Hitbox ist ja irgendwie sein roter Turban da oder was ist das, ne? Ich weiß leider nicht, wie viel Leben der letzte hat. Naja, okay. Einmal geschafft, immer geschafft, ne? Also einmal hingekommen, immer hingekommen. Ja, ja, so sieht das auch aus. Ja, ich denke, ich werde nach dem Game Over mal ein Safe State machen, damit ich die vollen 5 Leben kriege. Würden mir dabei den Bosskampf ganz gut tun, vor allem, weil ich ja beim zweiten Mal dann klein bin. Beim ersten Mal bin ich ja, glaube ich, auch groß. Eine einmalige Chance. Aber hey, das Video geht ungefähr nach 4 Minuten. Wir können das schaffen. Wir müssen nur ganz fest an uns glauben. Richtig hart muss man da glauben. Muss ein ganz stronger Believer sein, würde ich mal sagen. Vor allem hier, man ist wirklich... Man ist gezwungen, den... Oh nein! Nein, 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 nein! Den verkackten Pilz zu holen, zu nehmen. Der auch, by the way, irgendwie verbuggt zu sein scheint. Oh, Scheißgeist. Yay! Aber das sind hier so Strats, die lernt man auch nur, wenn man mit Kaiser Mario zu tun hat. Oder mit richtig ekligen Hacks, wenn man die mal gesehen hat. Aber ansonsten kommt doch... Oh, fick dich. Kommt doch kein rationaler Mensch darauf, sich selber Schaden geben zu lassen, um das zu schaffen. So, jetzt aber. Direkt Allahu Akbar, wenn ich schon einen zweiten Pilz habe. Zack, 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 zack. Nein! Komm! Ja, puh. Ich glaube 4 oder 5 waren das jetzt. Meine Herren, ey. Und jetzt bitte direkt nochmal speichern. Gib's mir, bitte, gib's mir. Oh nein. Alles für ein verkacktes Haus? Ist das dein Ernst? Yay, ein Hinweis, mit dem ich nichts anfangen kann. Ah, nee, Moment, klar. Hier gibt's ja... Immer Peace Switches, okay.
Die Frage ist, wo habe ich jetzt bitte was Rotes gebraucht? Wenn das jetzt nicht so ewig her war, wüsste ich es vielleicht. Mundus, aber ich weiß es leider nicht. Fuck. Fuck, 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 fuck. Nochmal im Schloss? Nee. Mehr als zwei Ausgänge kann es ja nicht geben, oder? Warte mal. Hier? Das war doch auch nur hier Dingsterbumster. Das Spiel, was ich übrigens meinte hier, ich meinte ja, das erinnert mich an etwas, es heißt Undertale. Nicht gespielt, aber schon Gutes von gehört. Warte mal. Müsste das dann nicht das hier, das Level sein? Wobei, hier ist ein Ausgang. Das ist ja nicht, oder? Ich weiß nicht. Ich glaube, ich sollte mal hier reingehen. Ach nee, das war ja... Das war ja das erste Level. Nee. Dann kann es das ja nicht sein. Da? Was war das nochmal? Möglich? Nee, Quatsch. Das ist ja dann hier ein Weg und da ein Weg. Also auch zwei Ausgänge. Das Schloss vielleicht nochmal? Das habe ich ja hier schon gemacht. Kann er da jetzt nochmal reingehen? Ja. Ja, ich guck dann einfach eiskalt nach, mir scheißegal. Ja, Leute, ich würde mal sagen, das war's heute mit Let's Play Kato Cheat the World. In der nächsten Folge werden wir dann, ja, schon zum ersten Mal sehen, was wir machen müssen. Ja, doch, ich würde mal darauf spekulieren, dass es hier ist. Weil das passt ja mit der Röhre ganz gut überein. Was war denn das hier? Das da. Ja, nee, ich glaube, ich werde das testen. Ja, klar, das macht Sinn. Ja, das sollte das Level sein. Ich werde das 10 Minuten testen und wenn ich dann absolut nichts finde, werde ich dann in der nächsten Folge nachgucken, in der zweiten Hälfte. Ja. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. See ya.